Jo Leute, willkommen beim nächsten Tag. Den gestrigen Tag findet ihr bei Ben auf dem Channel. Den blende ich euch hier oben rechts ein. Es ist schon recht spät hier. Wir haben den... Ben muss wieder übertreiben. Wieso übertreiben, Mann? Gains incoming. Gains sind noch da. Der Tag, es ist schon recht spät. Es ist jetzt, ich glaube, so 15 Uhr ungefähr. Wir werden jetzt an den Strand gehen und uns dort ein bisschen hinlegen. Die letzten beiden Tage waren wir viel unterwegs, haben euch viel gezeigt. Eigentlich die komplette Insel, beziehungsweise die kompletten Küsten dieser Insel. Jetzt ruhen wir uns ein bisschen aus. Wir haben heute Vormittag sehr viel gearbeitet, heute Mittag. Und ich musste mir sehr viele Gedanken machen über meinen kompletten Unikram, weil es jetzt um die Anmeldung geht für meine Prüfungsphase. Ich weiß nicht, was der Affe da hinter mir so... warte mal, raus mit dir aus, raus mit dir aus dem Bild. Meine Schlüssel. Für unseren Ferrari hier. Zack, zack, zack. Nee, das ist kein Ferrari, das ist ein, was ist das, ein Rolls Royce. Ein Toyota Yaris ist das. Aber ein heftiger Toyota Yaris. Wie gesagt, deswegen heute... Mit schwarzen Scheiben und vorne auch schwarze Scheiben. Ja, deswegen, wie gesagt, noch nicht so viel weißt du, erlebt heute. Wolltest? Halt jetzt mal die Fresse. Okay. Wie gesagt... Leute, manchmal könnte ich ihn echt schlagen, ne? Wir haben Spaß hier. Ist schon lustig. Naja, wie gesagt, dementsprechend haben wir heute nicht so viel getan. Werden uns jetzt noch ein bisschen am Strand ausruhen. Hoffentlich kommt die Sonne gleich wieder raus. Und mal schauen, worüber wir gleich noch am Strand so sprechen können. Du fährst. Ja, du bist ja noch mit dem Blabbern beschäftigt. Naja, okay, er fährt. Und er redet mir die ganze Zeit hier ins Video. Das geht gar nicht. Das ist nicht kollegial. Ah. Boah, ist heiß. Und es ist richtig heiß hier. Musik aus, sonst kommt die GEMA, verhaftet uns. Warte, wir können genau 8 Sekunden spielen. Nein. Schluss jetzt. Das waren 7 Sekunden oder 6 oder so. Schreibt's in die Kommentare, wer mitgezählt hat. Du mit deiner scheiß Bremse immer, Mann. So. Toll, Alter, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ich hab's geschafft, Leute. Was er sagen wollte... Du brauchst gar nicht hier reinsprechen, ich schneide das eh raus. Wenn du Eier hast, dann wirst du es jetzt drin lassen. Nö. Doch? Nein. Doch? Nein. Wenn du es jetzt drin lässt, dann werden alle in die Kommentare schreiben... Alter, dicke Eier. Nein, das wissen die Leute. Nee, wissen sie nicht. Nein. Friseur müssen wir noch. Und wir müssen einkaufen noch. Wir haben auch, glaube ich, nichts mehr Großartiges zu essen. Also ich habe kein Frühstück mehr. Unterwegs, Leute, ich denke, es ist nicht so interessant, wenn wir euch jeden Tag zeigen, dass wir jeden Tag dasselbe essen, also zu Frühstück kamen. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, filme ich den morgen nicht, weil hat irgendwo keinen Sinn. Ich will auch nicht, dass die Videos für euch langweilig werden, sondern dass ihr regelmäßig was Neues hier zu sehen bekommt. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, Eike, schnalze dich erstmal an. Ich brauche unbedingt einen vernünftigen Haarschnitt. Wollen wir mal hier kurz checken, ob die Termine frei haben oder wie es da läuft? Ich will erstmal an den Strand. So Leute, wir haben es jetzt an den Strand geschafft. Wir ruhen uns hier eine Runde aus. Ich habe mein Spanischbuch dabei. Ich werde gleich noch eine Runde hier lernen. Muss dort noch einiges tun. So sieht's aus. Und vielleicht gehen wir später noch zum Friseur oder machen dort einen Termin für morgen oder sowas, müssen wir mal eben schauen. Weil meine Matte sieht richtig heftig aus. Ben war ja schon mal beim Friseur und zwar auf Trinidad, ist auch schon ein bisschen her. Aber so langsam kräuseln sich seine Locken wieder. Wir sind schon 5 Wochen jetzt unterwegs. Ja, fast 5 Wochen. Ja. Sonntag sind wir 5 Wochen unterwegs. 5 Wochen habe ich mit diesem Aufgehalten. Ja. Ich bin auch echt froh, bald wieder zu Hause zu sein.
Dann habe ich meine Ruhe. Habe ich keinen mehr, der neben mir die ganze Zeit schnarcht. Oh, das wird, denke ich mal, ganz angenehm. Du hörst doch mein Schnarchen. Ich habe übrigens dein Schnarchen gestern Nacht richtig gehört. Ach Quatsch. Doch, ich habe mich gewundert, dass du so schnell eingeschlafen bist. Was labert der? Ja. Und so sieht der heutige Plan aus. Relaxen, vielleicht noch zum Friseur. Bisschen was einkaufen werden wir noch. Und später dann weiter an unseren Sachen arbeiten, die wir so zu tun haben. Ja, wir müssen arbeiten. Also heute. Wir arbeiten 3 Stunden lang. Heute wird also nicht viel passieren. Aber trotzdem wollen wir euch hier eine Runde was erzählen. Und zwar erzähle ich euch aber erstmal, wie Ben so arbeitet. Also bei ihm ist das ja so, ich habe euch ja schon mal erzählt, dass er sehr viel schläft. Er überall schläft, egal in welcher Lage, egal in welcher Sitzposition. Ob sein Kopf jetzt komplett über seine kompletten Schultern hängt oder nicht, das ist ihm egal. Und er schnarcht auch in allen Situationen. Was ihm natürlich nicht zu einem schlechteren Menschen macht. Aber er hasselt ja auch im Schlaf, ne? Also das müsst ihr natürlich auch schon wissen. Also Ben ist so ein Typ, der hasselt 24/7. Und selbst wenn er schläft, dann hasselt er. Ja. Ne, jetzt mal im Ernst, Leute. Also wenn Ben Videos schneidet, ne, dann schaut er sich ja immer auch alle Videosequenzen an. Echt von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde. Und wenn er weiß, okay, genau dieses Gespräch, was jetzt kommt, das geht etwas länger und er weiß, dass dieses Gespräch hat er ordentlich aufgenommen, dort braucht er nicht viel schneiden, dann schläft er einfach zwischen den Videosequenzen. Ich weiß nicht, wie man das kann. Also wenn ich irgendwie arbeite oder wenn ich irgendwie lerne oder wenn ich irgendwas anderes mache oder wenn ich selber auch Videos schneide, dann schnarche ich nicht oder dann schnarche ich nicht. Dann schlafe ich doch nicht zwischen den Videosequenzen, aber Ben macht das. Und wenn dann die Sequenz zu Ende ist, dann wacht er vielleicht auf, vielleicht auch nicht, aber dann schaut er sich diese Sequenz nochmal an und schneidet die dann. Aber ich weiß nicht, wie man das kann. Also Ben kann hustlen, während er schläft. No hate, just saying. Ich nutze halt wirklich jede gottverdammte Zeit für meine Regeneration. Aber es funktioniert, nach 3 Stunden kommt ein anschaubarer Film raus. Ja, ja. Ich meine, Bens Videos sind ja echt ganz gut, ne? Also das muss man ihm lassen und das wundert mich eigentlich, weil bei der Effektivität, die er an den Tag legt, könnte es durchaus sein, dass er nicht so was Gutes zustande kommt, aber es ist doch schon ordentlich, was er so bringt an Videos und das wundert mich einfach. Danke dir. Ich muss auch mal ein Lob aussprechen. Ja. Ich muss auch mal ein Lob aussprechen und genau deswegen, weil ich dir mal was Gutes tun möchte, blende ich jetzt hier oben seinen Instagram-Account ein. Nice. Und dann könnt ihr mal bei ihm vorbeischauen. Nice. Ein Shoutout. Ben, was machst du da? Ich schaue gerade das Video von heute an. Und check die ganzen Kommentare, Antworten. Schildkröten-Video, eins der besten Videos von uns. Auch so, was wir jetzt an Feedback bekommen haben. Als wir mit den Schildkröten tauchen waren. Check das mal ab. Hier wird eingeblendet. Ja? Mach mal den Schwenk nochmal. Nochmal schneiden. Warum? Weil ich meine Wadengates zeigen will. Okay, jetzt kannst du nochmal runterschwenken. Jo Leute, heutiges Thema: Koro Drogerie. Schaut mal vorbei, Link ist in der Beschreibung. Ordentlich super Foods am Start. So Leute, wir haben jetzt den restlichen Nachmittag hier am Strand verbracht. Sonnenuntergang habt ihr gerade gesehen. Wir haben uns wirklich nur hier ausgeruht. Ich habe ein bisschen in meine Spanischunterlagen geschaut, aber auch nicht so wirklich. Ich war halt auch echt ziemlich müde. Die letzten Tage waren halt, beziehungsweise wir waren halt sehr oft unterwegs.
Wir sind über die ganze Insel geeiert, ihr habt es ja gesehen. Werden wahrscheinlich dann gleich nochmal kurz was einkaufen gehen. Und ins Fitnessstudio gehen wir auch noch, Ben, ne? Jo. Chesten. Ja, chesten. Wir chesten eine Runde. Ich denke mal, ja, ein komplettes Push-Training, ne? Ja. Nicht nur Brust, sondern ein komplettes Push-Training. Nein. Machst du Beine mit? Ne? Nein. Was machst du mit Push-Training? Alle Sachen, die man pusht. Außer Beine. Außer Beine. Ja, ja. Also Chest, Shoulders and Triceps, Leute. So sieht's aus. So Leute, wir sind wieder zurück aus dem Gym. Wir waren noch einkaufen. Wir haben für die letzten Tage hier noch so ein bisschen was eingekauft. Sollte eigentlich bis zum Ende reichen. Bis auf das Chicken, da müssen wir uns noch ein bisschen was holen. Wir haben aber hier noch was anderes entdeckt. Und zwar will ich euch das nicht vorenthalten. Und zwar kannte ich die noch gar nicht. Die sind von Kashi, das sind Cereals. Und zwar hier von Kashi Go Lean. Und da haben wir pro Serving 13 Gramm Protein. Ist eigentlich mega nice. Schaut mal. Da. Könnt ihr das sehen? So, jetzt. Ein Cup, ein Serving hat 13 Gramm Protein. Ich würde sagen, das ist mal eine andere Art, seine Protein zu safen. Wir essen sowieso jeden Tag Müsli. Ihr wisst ja mittlerweile, was wir so essen, was wir so einkaufen hier. Dementsprechend, so sah auch dann unser jetziger Einkauf aus. Nur wir haben diese Go Lean Cereals noch gefunden, haben wir dann dazu gepackt. Ich habe mir noch ein bisschen Thunfisch mit dazu getan. Ben hat sich immer Thunfisch geholt, aber ich habe sonst nie Thunfisch gegessen. Ich habe auch gedacht, okay, packst du noch ein bisschen was an extra Protein oben drauf. Dementsprechend habe ich mir auch mal ein bisschen Tonno eingepackt. Es ist auch jetzt schon ziemlich spät, es ist sozusagen, ja, ich glaube kurz vor 10, kurz nach 10, irgendwie sowas um den Dreh. Wir werden dementsprechend gleich kochen, essen, duschen und dann war es das eigentlich auch schon. Mit dem heutigen Tag, wir werden heute nicht viel machen, wahrscheinlich werden wir vielleicht nochmal ein Video rendern lassen jetzt, dann über Nacht noch ein bisschen was hochladen oder so. Aber ansonsten geht heute nichts. Wir wollen morgen dann wahrscheinlich noch feiern gehen. Dementsprechend machen wir heute einen ruhigeren Tag. Und ja, ist ein kurzer Vlog, Leute. Heute war eher so ein bisschen Entspannung und Hustlen angesagt. Wir haben nicht so viel Adventure-mäßiges erlebt, aber das wird die Tage auf jeden Fall nochmal wieder folgen. Gebt trotzdem einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Schaut bei Ben am morgigen Tag vorbei. Ich blende ihn euch hier oben ein. Aber vorher hat Ben euch noch was zu sagen. Morgen werden wir endlich mal Affen finden. Morgen werden wir in das, hier gibt es ein Reservat und da sollen freie Affen leben. Wer sagt denn, dass ich da rein will? Ich will da rein. Du hast mich gar nicht gefragt. Aber ich bin Regisseur morgen, weil morgen ist mein Tag und dann machen wir das, was ich sage. Ja, aber ich will nicht einfach in den Zoo gehen. Das ist kein Zoo, das ist ein, da wo wir reingefahren sind. Ja. Ja, das ist kein Zoo. Das ist ein Affenpark. Das ist ein großer Park, wo Affen herumlaufen. Ja. Ja. Hoffe ich zumindest. Oh. Ben will unbedingt Affen sehen. Ich entscheide das, ob ich da morgen reingehe oder nicht. Wenn ich den Preis sehe, ich bin broke, Leute. Ich muss heftig haushalten. Und mal schauen. Wir werden auf jeden Fall da mal dann vorbeifahren, weil es ist ja Bens Tag, Ben ist Regisseur. Oh, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, Leute. Naja, ihr wisst, was gemeint ist. Wie gesagt, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin. Ciao. Tschüssi.